Unsere Fallschirmjäger haben gelernt, in einem feindlichen Gebiet zu überleben. Dieses Mal der erste Fallschirmsprung. Denn so kommen sie an ihren Einsatzort. Alex und Noah haben dafür viele Stunden hart trainiert und alle Abläufe verinnerlicht. Aber kein Training kann die Realität ersetzen. Von mir hätte ich eigentlich gedacht, dass ich jetzt ab diesem Zeitpunkt schon sehr viel nervöser bin. Aber ich denke mal, wenn es dann in der Maschine losgeht mit den ganzen Prozeduren, Aufstehen, Einhaken und so, ich glaube, da wird es dann schon auf jeden Fall mehr werden. Wenn man jetzt anfängt nachzudenken, macht man sich zu viel Kopf darüber. Wir wissen, wir können es, wir haben es jetzt wirklich bis zum Kotzen geübt, gelernt und gemacht. Und jetzt sitzt das einfach. Du darfst gar keine Fragen mehr haben, sonst kannst du nicht rausgehen. Ein Transportflugzeug wartet bereits. Beim Einsteigen weiß jeder, es wird sie nicht wieder zurückbringen. Stattdessen werden die Fallschirmjäger sich mit ihrem Fallschirm in die Tiefe stürzen. Alle sitzen eng an eng nebeneinander, es geht hoch, es wackelt. Dem einen oder anderen, man merkt auch schon, der kriegt ein bisschen Angst, dem geht's nicht so gut. Und dann geht's einfach los, die Türen gehen auf, man hört, wie der Wind da rein zischt. Der Kopf schaltet einfach komplett ab, man geht einfach raus und dann hängt man da schon. 4.000, 4.000, Überprüferkappe, alte Umschau! Die schwierigste Phase am Fallschirm ist die Landung. Und die kommt schnell. Der Aufprall ist hart, aber jeder weiß, was er tun muss. Der erste Sprung, der war mega. Die Landung war sehr gut. Ich möchte am liebsten jetzt direkt wieder hoch in den Flieger und dann nochmal. Es war einfach nur perfekt. Ja, es war auf jeden Fall ein übertriebenes Gefühl, wenn man da oben steht in der Maschine. Im nächsten Moment landet man auch schon und dann ist man wieder auf dem Boden. Da sind so viele Eindrücke auf einmal, das kann man gar nicht richtig begreifen, realisieren und verarbeiten. Das ist echt überwältigend einfach. Man realisiert das jetzt erst so, was man gemacht hat. Aber genau deswegen sind wir bei den Fallschirmjägern. Genau wegen sowas. In der nächsten Folge werden Alex, Robin, Noah und Max den Angriff auf einen Schützengraben trainieren. Das ist, was sie nach der Landung erwarten kann. Sie müssen gute Koordination, Mut und Durchsetzungsfähigkeit unter Stress beweisen.